Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch eine kleine, aber feine Bestellung zeigen. Ich habe mich jetzt bewusst dazu entschieden, nicht live zu gehen, sondern das Video für euch zu drehen und das dann hinaufzuladen. Bei mir sind die Kinder daheim. Wir haben ein liebevoll gemeintes Irrenhaus zu Hause. Und falls es dann wieder irgendwelche Eskapaden oder Schreiereien gibt, habe ich mir gedacht, so konnte ich wenigstens auf die Pausefunktion gehen, konnte es irgendwie zusammenschneiden, weil im Live ist es tatsächlich schwer. Und bei mir ist es auch so, ich habe keine Ahnung, meine Internetverbindung ist so schlecht, dass dann die Videos, wenn ich mir die selber dann noch einmal anschaue, es passt halt Ton und Bild nicht überein und irgendwie finde ich das total blöd. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte das so schnell wie möglich oder ihr schreibt mir direkt eine Nachricht, wenn ihr wollt. Und ja, heute möchte ich euch eine schöne Lampe zeigen, die ich bestellt habe. Ob ich die mir selbst behalte oder ob ich die vielleicht verschenke, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte mir die einmal in live anschauen, weil Lampen schauen ja oft wirklich auf den Bildern nicht so schön aus, als wie wir sie dann echt dort zu Hause sind. Es gibt ja immer wieder Überraschungen, wo man sich denkt, boah, das hätte ich mir nicht gedacht. Und ich habe mir heute für die Alabasterlampe, oder heute bei der Bestellung für die Alabasterlampe entschieden. Die wird ab 1.3. teurer. Jetzt habt ihr natürlich die super Sache, dass ihr das minus 10% bekommt. Das heißt, statt 42 Euro zahlt ihr dann 10% weniger und ab 1.3. wird sie nun 50 Euro kosten. Also das zahlt sich auf jeden Fall aus und deswegen war mir das eine wichtige Sache. Ich musste jetzt schnell ein Video für euch drehen, damit ihr dann wirklich schon das Ganze dann früh genug seht und euch auch dafür entscheiden könnt, das jetzt noch in dem Saisonwechsel, wo wir so tolle Prozente haben und ihr euch wirklich so, so viele Produkte günstiger holen könnt. Ich habe die Bestellung schon geöffnet. Normal öffne ich das ja immer mit euch, aber ich habe schon eine Kundin gehabt, die Ware abgeholt hat und ich biete es meinen Kunden ja immer an, so Sammelbestellungen, so kann man sich dann auch die Versandkosten aufteilen unter allen, die was bestellt haben. Das ist immer recht praktisch und da bestellen eigentlich die Kunden, muss ich sagen, immer fleißig, immer kleine Bestellungen mit dabei und da freue ich mich natürlich. Und jetzt zeige ich euch die Lampe. Also jetzt noch so kurz, dabei ich das ausräume, erzähle ich euch noch einmal auch für alle, die neu dabei sind, die da neu zuschauen. Also unsere elektrischen Duftlampen sind die saubere, die sichere, schöne Alternative zu Duftkerzen. Ihr habt einen wunderbaren Duft, ohne dass diese Duftstoffe oder das Wachs verbrannt wird. Es wird lediglich erwärmt, es ist sicher. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn ihr mal kurz den Raum verlassen müsst, dass da irgendwas passiert, gerade ich mit den drei Kindern und die sind ja wild, ich kann nicht irgendwo eine Kerze um mich stehen haben, zumindest nicht tagsüber, weil wenn die Kinder da hin und her rennen, ist mir das einfach zu gefährlich, Kerzen kann man dann auch nicht ins Regal hineinstellen, wenn man halt die Gefahr hat, dass dann die Wand schwarz wird, dass da irgendwas abbrennt oder wie auch immer. Und ich war mein ganzes Leben lang, seit meiner Lehrzeit, ein richtiger Duftkerzen-Junkie. Also ich liebe das. Für mich ist Raumduft so etwas Schönes. Und eben bei der Kerze ist es ja auch so, die Kerze macht ein wunderschönes Ambiente mit diesem Licht. Und deswegen sind so manche andere Duftprodukte dann keine wirkliche Alternative. Aber die Duftlampen schon, weil ihr habt so, so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Variationen, die wirklich zu jedem Einrichtungsstil passen, euch eine wunderschöne Wohnatmosphäre verschaffen und dazu dann auch noch diesen tollen Duft verströmen. Und ja, das ist für mich halt eben so, wo ich sage, okay, ich habe dieses gemütliche Licht. Ich habe dann so, dazu auch noch ein Deko-Element, weil auch wenn ich diese Lampe nicht einschalte, ist sie ja dekoriert. Wenn sie leuchtet, ist sie natürlich umso schöner. Also die meisten Lampen machen dann ja wirklich ganz ein schönes Bild, wenn sie leuchten. Und jetzt zeige ich einmal die Alabaster, die habe ich so eigentlich überhaupt nicht wirklich am Schirm gehabt. Aber natürlich, wie das halt so ist, wenn es dann teurer wird, habe ich mir gedacht, okay, die schnappe ich mir noch, bevor sie teurer wird. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich wieder mal so eine Sache, die schaut in echt einfach schöner aus, als wie wenn sie
im Katalog gezeigt wird. Also diese Lampe ist aus Keramik, gell? Aus Keramik, ist komplett matt, schaut dadurch richtig, richtig schön aus. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen modern, dieser weiße Keramik. Ist irgendwo so, wie sagt man dazu, so simpel, so basic, lässt sich in alles integrieren oder in jede Dekoration integrieren. So eine Lampe wie die ist zeitlos. Da könnt ihr euch für Ostern schön dekorieren, da könnt ihr euch eine schöne Sommerdekoration machen. Ihr könnt euch damit eine wunderschöne Herbst- oder Weihnachtsdekoration machen. Deswegen persönlich sind natürlich diese Lampen ganz besonders, sie sind so toll, weil man sie wirklich in jede Jahreszeit integrieren kann und einfach auf einen schönen Teller dekoriert, auf eine Schale mit den jeweiligen saisonalen Dekorationen, ob es jetzt dann die Osterhaseln sein oder ob es dann im Winter vielleicht so ein bisschen was Maritimes ist oder dann im Herbst natürlich mit Kürbisblätter und Tannenzapfen und im Winter mit Weihnachtskugeln oder Tannenzweigen, also das kann man immer variieren. Finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt werde ich euch auch noch gleich sagen, habe ich jetzt nicht geschaut. Das ist eine. Sehe ich das jetzt da nicht? Das ist so aufgewickelt ums Kabel. Das sage ich euch später. Ich sehe das nämlich deutlich. Ich glaube, eine 25 Watt Birne. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Bei den Duftlampen ist es eben der Fall, dass wir da in der Lampe eine Glühbirne sitzen haben. Diese Glühbirne spendet ja Wärme und durch diese Wärme, die gespendet wird und die Schale, die wir dann da gleich oben aufsetzen, ich halte es mir immer an, dass ich die Lampe nicht mit meinen fettigen Fingern angreife, damit sie länger haltet. Jetzt schaut es mal, also die schaut doch wirklich wunderschön aus. Also das ist, wie gesagt, so was Stimmungsvolles. Ihr habt da so ein tolles Licht. Dieser so ein, was ist das jetzt? Ein Sechseck? Habe ich nachzählen müssen. Sehr gescheit. Durch diese Cutouts, die sie da hat, ich bringe das ein bisschen näher zur Kamera. Durch diese Cutouts, die da sind, leuchtet das Licht dann und ihr seht es vielleicht an mir oder auch hinten an der Wand, projiziert es auch so schöne Licht, so ein schönes Lichtschattenspiel macht es an eure Wand, schaut richtig gemütlich aus, richtig schön, die muss sie dekorieren. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das ist so eine unmoderne Oma-Lampe, gell, wo ich das so im Katalog gesehen habe, ich bin ganz ehrlich zu euch. Und dann habe ich mir gedacht, na, bei Sensi kann man ja alles bestellen, wenn es einem nicht gefällt, kann man es 14 Tage lang problemlos umtauschen. Ihr dürft es auch ausgepackt haben, ihr dürft es getestet haben, nur nicht runterschmeißen, dann nimmt Sensi euch das nicht zurück. Aber sonst 14 Tage lang könnt ihr das bei euch zu Hause probieren, ihr könnt es integrieren und seht dann auch, passt es für mich, gefällt mir das oder ist es dann doch nicht so meins. Also die schaut eben, so wie die Kamera kann es ein bisschen schwer einfangen, aber ihr seht dieses Relief, also dieses 3D-Relief, was da auf der Lampe ist, das sieht man eben, desto stärker dieses Material ist, desto weniger Licht fällt durch, da wo es dünner ist, fällt mehr Licht durch und so ergibt sich dieses schöne Spiel, finde ich eben wirklich zeitlos wunderschön, also ein Traum, wirklich. Ich liebe diese Duftlampen und ich liebe das mittlerweile auch immer am Anfang gedacht, ja, kaufst du an, zwar, dann passt es. Dann ist dann die Herbstsaison gekommen, dann musste ich unbedingt meinen Kürbis haben, der ja hoffentlich im Herbst wiederkommt, also er sollte im Herbst wiederkommen. Wunderschön. Und dann ist die Weihnachtszeit, dann kauft man sich Weihnachtslampen. Und natürlich, man kann diese Lampen ja auch super für die Weihnachtszeit nehmen, aber wenn man dann halt auch nicht nur ein Duft-Junkie, sondern auch ein Duftlampen-Junkie mittlerweile ist, dann möchte man da immer ein bisschen Veränderung haben und auch umdekorieren. Ich habe ja auch nicht das ganze Jahr die gleiche Dekoration stehen und diese Lampen sind halt einfach wunderschön und so wie die, die ist halt besonders, weil sie eben so ein bisschen diese Form hat, nicht so gerade, weil ich habe ja auch die Salerno, die auch wunderschön ist, mit den geometrischen Formen drauf, aber die ist halt einfach besonders, passt meiner Meinung nach in eine eher klassische Einrichtung, also auch bei, wie sagt man dazu, klassisch, ja so klassischer Stil oder eben auch in modern, also es passt überall hin, schaut wunderschön aus
Und ihr habt neben diesem tollen Ambiente, neben diesem tollen Duft, Licht, neben diesem tollen Licht natürlich dann auch diesen tollen Duft. Und diesen Duft bekommt ihr dann eben, die Duftbase, wie schon rausgegeben, da habe ich noch einen, von diesem Duftwachs. Dieses Duftwachs ist hochwertiges, lebensmittelechtes Paraffinwachs, das mit diesen Duftölen angereichert ist. Also Sensilecto sehr viel Wert auf hochwertige Qualität. Ihr habt den absoluten Vorteil auch für diejenigen, die Kopfschmerzen bekommen, sonst von Duftkerzen zum Beispiel. Es verbrennt euch nichts. Also ihr habt wirklich nur ein schonend erwärmtes Wachs. Diese Wachswürfel, das machen wir jetzt einfach. Wir legen das jetzt da hinein. Diese Wachswürfel, ihr könnt es da nehmen, wie viel ihr wollt, wie groß eure Räume sind. Ich bin nur je nachdem, in den allermeisten Fällen, ich habe in meinem großen Raum mehrere Lampen stehen. Da tue ich natürlich nicht in jede Lampe zwei Würfel hinein, das wäre dann too much. Vor allem bin ich jemand, der gerne öfter wechselt. Das heißt, ich lege einen Würfel, manchmal auch nur einen halben hinein. Und wenn das dann leer gedüftelt ist, das heißt, wenn diese Duftstoffe aus diesem Duft, aus diesem Paraffinwachs entweicht sind, dann nimmt man den Wachs heraus und kann dann wieder einen frischen Duft hineinlegen. Und ich lege da jetzt einfach einmal zum Probieren einen Würfel hinein. Ihr habt in dieser Packung, ich habe der ist fast leer, 8 solche Würfelchen. Diese Bar hat für euch ein Dufterlebnis bis zu 120 Stunden. Es kommt immer darauf an, wie viel ihr hineinlegt, wie groß eure Räume sind, wie schnell das verbraucht, wie intensiv ihr das gerne mögt. Und dann seht ihr das? Da oben, jetzt ist das natürlich noch hart. Da oben schmilzt dann der Wachs. Und wenn der flüssig ist, entweichen die Duftstoffe und verteilen sich in euren Räumen. Schaut schön aus. Duftet herrlich. Wir haben über 80 Düfte für jeden Geschmack was dabei, das garantiere ich euch. Und Düfte machen ja so vieles mit uns. Also für mich ist es zum Beispiel, man kann jede Jahreszeit unterstreichen. Das finde ich so besonders. Man kann so wie jetzt der Frühling kommt. Und wenn ihr euch das vorstellt, draußen diese Blütenknospen dann herauskommen, es wird wieder grün, es wird blumig, frisch, die Sonne scheint. Und das kann man so toll mit Düften unterstreichen. Genauso wie dann auch im Sommer, wenn man dann so ein bisschen Kokos, diese tropischen Früchte, Meeresbrise oder auch wenn jemand das gern hat, so ein bisschen diese zitrischen Düfte, Zitrone, Limette, Bergamotte, Orange, richtig schön. Oder eben auch das Blumige, es gibt auch so viele tolle blumige Düfte. Ich habe nämlich schon durchgeschnuppert durch die Düfte, weil ich habe ja die Duftproben schon da gehabt von der letzten Saison, von den Düften, die wiederkommen werden. Und ich war voriges Jahr so im Herbst, wo ich mich so mehr damit befasst habe, so überhaupt nicht auf das Blumige, hat mich gar nicht interessiert. Aber jetzt, wo das draußen wieder erwacht, wo der Frühling wieder kommt, ist es einfach nur ein Traum. Ich liebe das, einfach so mit der Zeit das zu unterstreichen. Und mit den Düften werden dann oft auch Erinnerungen wach, wo man sich oft denkt, das erinnert mir an irgendwas. Und es kann, bei vielen ist das zum Beispiel so, habe ich gedacht und ist nicht rausgekommen, bei vielen ist das zum Beispiel so, dass die Lavendel nicht riechen können, weil das an die Mottenkugeln bei der Oma erinnern. Das ist so auch eine typische Sache. Also es ist ja nicht immer gut. Also manche Gerüche erinnern auch Menschen an Dinge, die sie jetzt nicht so mögen. Aber Gerüche können sehr viele schöne Momente unterstreichen, können sehr viele schöne Erinnerungen hochleben lassen. Gerade so in der Weihnachtszeit, das ist also für mich etwas, diese Zimt, dieses Würzige, das gibt mir so ein heimeliges, so ein schönes Gefühl einfach. Und Düfte können das. Das ist auch wissenschaftlich bestätigt. Das hat jetzt nichts rein so mit Verkaufsdings zu tun, sondern Düfte erinnern uns. Und das ist tatsächlich so. Das ist ganz was Normales, weil ja unser Hirn auf die Düfte getrimmt ist. Wir können Gefahren riechen. Wir können aber auch eben schöne Dinge riechen. Wir riechen das Essen. Wir schmecken auch nur, wenn wir riechen. Weil wenn unsere Nase zum Beispiel zu ist, schmeckt man ja nicht einmal mehr das, was man isst. Also Geruch ist etwas sehr, sehr Wichtiges und natürlich, das muss man auch dazu sagen, der Duft ist das Erste, was ihr wahrnehmt, wenn ihr einen Raum betritt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass Düfte ja was Schönes sind
Und ja, aber wenn man in einen Raum hineingeht, das erste, bevor er irgendetwas anschaut, riecht ihr einmal den Raum. Und gerade ich habe eine Kundin, die ganz, ganz geflasht war von der Wirkung, weil die hat Katzen zu Hause, die liebt ihre Katzen, aber sie hat gesagt, sie hasst es, wenn es nach Katzenfutter riecht. Und die hat dann die Düfte sich nach Hause geholt und war so geflasht über das Ergebnis, dass sie das einfach nicht mehr wahrgenommen hat. Also die Düfte neutralisieren dann auch schlechte Gerüche oder Gerüche, die man halt nicht so mag. So, dann habe ich mir noch geholt. Sammelbestellung. Die Bars meiner Kundin sind raus. Jetzt bin ich so abgeschweift mit der Lampe. Dann habe ich mir noch geholt zu meinem Waschmittel eine zweite Packung von den Washer Whiffs vom Wäscheparfüm in der Duftrichtung Fluffy Fleece. Richtig gut. Jetzt geht ja das Clothesline raus. Also der Duft Clothesline wird abgeschafft. Ich bin am hier hin und her überlegen, ob ich mir da noch ein bisschen ein Depot kaufen soll für mein Zuhause. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, na, dann denke ich mir wieder, ja, es riecht so gut. Ich habe nämlich gerade auch jetzt letztens eine Bestellung gekriegt, wo ich die Washer in Clothesline dabei hatte. Und ich schwöre, das riecht einfach so gut. Also Fluffy Fleece, das ist die kuscheligste Wäsche mit leicht parfümiger Note, die ihr euch vorstellen könnt. Also es ist kein Wäscheweich, das ist nur ein Wäscheparfüm, aber es riecht so weich, so fluffig, so wie es der Name sagt. Fluffy Fleece, fluffiges Fleece, genau so riecht es. Und dann habe ich noch drei Pots bestellt, die habe ich für mich bestellt, auch für mich. Also ich habe wirklich nur Bars diesmal dabei gehabt von der Kundin. Cozy Cardigan Pots. Dann Go-Go Mango Pots, weil von dem Duft bin ich seit dieser Go-Go Mango Kollektion sowas von überwältigt. Ich liebe den Duft Go-Go Mango. Es ist so eine Fruchtbombe, aber so angenehm. Also Mango riecht einfach richtig gut und ich habe das überhaupt nicht am Schirm gehabt. Dabei gab es das nur, es war halt auch nicht interessant. In der Vorweihnachtszeit, in der Herbstzeit war da was anderes für mich interessant und heute habe ich dann auch schon ausgetestet, weil ich das Backerl ja schon geöffnet habe. Ich konnte es nicht erwarten mit meinem Duftventilator. Das ist nämlich ein anderes Duftsystem, was wir bei Sensi haben. Die Duftrichtung Clothesline, also das, was Waschmittel ist, also das ist der Inbegriff von frischer Wäsche, dieser Duft. Und nachdem ja auch die Bar so knallt, also so intensiv ist, da darf man echt nur wenig verwenden, habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich mal Clothesline aus, weil ich liebe den Geruch von frisch gewaschener Wäsche wirklich. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man in einen Raum hineingeht und es riecht so nach frisch gewaschener Wäsche? Da ist alles sauber. Also man nimmt das dann alles als sauber wahr. Du kannst noch so angeräumt sein. Wenn es noch frisch gewaschener Wäsche duftet, weiß man, es riecht gut. Also das ist wirklich im Begriff, ist richtig intensiv. Ihr habt es dann nämlich bei diesem Ventilator, so wie das der Name sagt, da unten einen kleinen Ventilator drin setzen. Das könnt ihr an die Wandsteckdose direkt einstecken. Da oben kommt dann dieses Botzkörbchen. Das sind so kleine duftende Perlen drinnen, die sicher verschlossen in diesem Körbchen sind. Und die setzt ihr da drauf. Da könnt ihr maximal zwei hinaufgeben, ein oder zwei. Diesen Deckel drauf ist alles aus Kunststoff, kann euch nichts ausrinnen, nichts verschütten. Ihr könnt euch, da kann auch nichts zerbrechen. Also das ist kein Glas oder kein Keramik oder was, sondern das ist Kunststoff. Einen Tipp da drauf und ihr habt in Sekundenschnelle einen richtig, richtig frischen Duft. Also ich kann euch das nur empfehlen. Gerade so, ihr habt das auch beim Eingangsbereich dort. Und wenn dann wirklich einmal Besuch kommt und ihr habt das vorher nicht gewusst und es klingelt an der Tür, ich laufe vorbei. Dipse hinauf, also es ist wirklich nur ein Taster, ein Dips, der Ventilator dreht sich und binnen Sekunden habt ihr diesen tollen Duft. Also das ist wirklich so, ich liebe das einfach und das wird sicher auch im Sommer noch viel, viel mehr bei mir verdüftelt werden, weil dann will man vielleicht auch die Wärme von der Lampe zum Beispiel nicht haben oder wenn man draußen ist, braucht man drinnen nicht so viele Lampen anmachen, das will man dann vielleicht auch nicht und so wie der hat gerade mal einen Watt. Einen Watt. Also da wird es keine teure Stromrechnung dann werden, auch wenn ihr den ganzen Tag eingeschalten habt. Also wirklich kein hoher Verbrauch, tolles Dufterlebnis. Und wie gesagt, das wird dann auch so mein Sommer-Highlight sein. Da werde ich euch dann auch wieder ein bisschen mehr zeigen. Wollte euch das nur so kurz gesagt haben. Also
Die Duftlampe Alabaster jetzt minus 10% statt 42 Euro. Ich habe es mir nicht ausgerechnet. Minus 4,20 Euro. Und ab 1. März wird die dann 50 Euro kosten. Also jetzt unter 40 Euro, dann 50. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut wunderschön aus. Jetzt sitzt es besser. Richtig dekorativ. Hat was Edles. Hat was Klassisches drinnen. Rustikal, das ist das Wort, was mir früher nicht eingefallen ist. Das passt auch. Lasst sich sicher auch sehr, sehr schön in einen rustikalen Wohnstil integrieren. Genauso wie aber auch modern. Jetzt schaltet sie euch nochmal aus, dass ihr sie nochmal seht. Ganz klassisch, ganz weiß. Da oben kommen dann diese Wachswürfel hinein. Da hat sich schon ganz leicht was verflüssigt. Und dieser Wachs riecht dann und zaubert euch ein wunderschönes Ambiente für euer Zuhause, eine wunderschöne Atmosphäre, dekorativ, riecht gut, ist sicher, keine Flamme, kein Rauch, kein Ruß. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch sehr gern. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!